Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute mal was ganz anderes, denn hier ist der Chris Reality dabei. Ja, moin zusammen, Leute. Der Hoshi 82 ist auch am Start. Grüße, Wurmhoshis. Ja, wer die Kanäle nicht kennt von Chris Reality und Hoshi 82, definitiv unten in die Beschreibung schauen und ja, Abo dalassen, oder? Auf jeden Fall. Ja, wir schauen uns genau. Wir schauen uns heute einen Trailer an und zwar Raise the Oblivion Afterlife und ist ein Horror-Game, was ja ich ja mega gerne spiele und die beiden hier auch, aber die beiden haben nie Angst dabei, oder? Genau. Nee, ich nicht. Chris schon. Nee, ich auch nicht. Ich bin da total schwarz. Du hast sogar Angst vor Türen. Das ist eine andere Geschichte, mein Freund. Ja, also das Spiel erscheint erst 2021, also Early 2021, glaube ich. Und jetzt bekommen wir den ersten Gameplay-Trailer. Der ist aber in Mixed Reality zu sehen. Und ja, um was geht es sich? Um eine Barclay-Mansion, wo man wirklich selber als Geist spielt. Und ja, man muss dann anderen Geistern scheinbar teilweise aus dem Weg gehen. Man bekommt dann nachher auch irgendwelche Kräfte, glaube ich, freigeschaltet, oder? Habt ihr das auch gelesen? Ja. Habe ich. Also man hat wirklich nachher ja Upgrades, die man dann nutzen kann. Ja, man kann irgendwelche Gegenstände aus der Ferne manipulieren. Das heißt, wir haben irgendwelche Jedi-Kräfte, denke ich mal. Also Geisterkräfte. Ja, ganz normale Telekinese halt. Ja. So wie stimmt. Das liest. So Jedi-Kräfte sagt man ja dazu, oder? Mhm. Ja, und auf einmal gibt es dann auch noch geschärfte Sinne. Das heißt, man hört irgendwie in weiter Ferne immer irgendwas flüstern. Inwieweit das uns dann hilft, wahrscheinlich um zu sehen, wo sind jetzt Gegner oder zu hören, wo sind Gegner. Und was war das andere noch? Ich glaube, durch Wände zu gehen. Also, ja. Dass man dann nachher wirklich durch Wände gehen kann, weil man den Geistern dann ausweichen muss. Ja, man ist scheinbar nicht der stärkste Geist, ne? Also ich bin echt gespannt auf das Game und da gibt es zwei Trailer, also einen Announcement-Trailer, ne, wo gar nicht so viel gezeigt wurde jetzt und dann einen, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, aber wir schauen uns beide Sachen an, erstmal den Announcement-Trailer und danach den anderen und ja, danach können wir dann nochmal ein bisschen darüber quatschen, würde ich sagen. Mhm. Wollt ihr noch irgendwas zum Game sagen? Fällt euch noch was ein? Nee, außer, dass ich nur wissen will, ob es gruselig wird oder nicht. Wenn sie gruselig ist, dann können die besten Spielmechaniken auch nichts raus. Also du hast doch schon mit dem Entwickler geschrieben, auf Twitter, glaube ich, war es, und die haben dir versichert. Die haben gesagt, Challenge accepted. Nicht, dass sie es auch schaffen. Also. Genau, also die wollen wirklich Hoshi zum Gruseln bringen und am besten noch zum Schreien oder zum Weinen. Das wäre noch das Geilste, wenn wir Hoshi wirklich weinen sehen vor Angst. Ja, hätte ich kein Problem mit. Ein Spiel, wo ich mich in der Ecke verkriege und anfange zu heulen, würde ich feiern. Aber ohne Witz, hatte ich schon lange nicht mehr. Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Kann mir auf jeden Fall schnell passieren, sowas. Aber gut. Das spielt ein Universum von auch wo Masquerade Vampire Bloodlines spielt, ne? Ja, World of Darkness. Das World of Darkness, genau. Ja. Also mir sagt das Universum jetzt außer Vampire Masquerade gar nichts, aber dem Hoshi auch nur aus Vampire, oder? Ja, also ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Also wie gesagt, das spielt Vampire the Masquerade und hier, wie heißt das, Werewolf the Apocalypse. Das sind ja die zwei Rollenspielableger von World of Darkness, also die Pen and Paper. Das fing ja mit Pen and Paper an, wie Advanced Dungeons and Dragons und was es da alles noch gibt, hier Shadowrun und es gibt ja zigtausend, also als Rollenspiel. Und da gab es ja natürlich auch PC-Umsetzung von. Naja. Das Bekannteste ist halt Vampire the Masquerade, der erste Teil, und dann Bloodlines der zweite und jetzt kommt ja bei Bloodlines 2. Also den ersten Teil habe ich geliebt damals, muss man sagen. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ins Monitorhaus, sage ich mal, wo wir uns den Film angucken können oder den Trailer. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich würde sagen, jetzt beginnt der erste Trailer, also viel Spaß. In Barclay Mansion, even the dead are terrified. Something happened here. Something vicious and cruel. And no one got out alive. Not even. You.
Genau, hier sehen wir Gameplay-Trailer in August und ja, den sehen wir gleich. Ja, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, oder? Nee, Kurz und knackig. ja, halt nur die Prämisse, dass du halt selber ein Geist bist. Also, was sagt der noch zum Schluss? Sag noch mal einmal. Am Anfang sagt er, sogar die Toten haben Angst vor diesem Haus, ne? Ja, genau. Und dann sagt er, hab Angst, was da drin ist oder so, und dann sogar du. Oder nee, oder irgendwie hat es nicht überlebt, oder sogar du nicht. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Genau. ist das schon, dass du selbst da drin gestorben bist in dem Haus. Schätze ich, deswegen rausfinden musst, warum, wieso. Warum es rausfinden muss, weiß ich nicht, weil du hast es ja mitgekriegt, aber wahrscheinlich dann irgendwie wieder Amnesie oder keine Ahnung. Und Tote vergessen schnell, ne? ja, das einzige Coole an dem Trailer ist ja wirklich diese, du siehst ja am Anfang, du denkst, das wären irgendwie Ranken oder Wurzeln. Und dann siehst du ja, dass das irgendwie ein Monster ist, wo die Hände weggehen. Ja. Wenn das sowas ist, was du nicht siehst, nur angedeutet ist im Spiel Ist immer über, besser. dann ist das richtig geil, dann würde ich das feiern. Aber wenn das dann wirklich immer straight in the face ist, dass du sofort siehst, wie es aussieht, ja. Also wieder nur aus Jumpscares besteht und Ja, abwarten. ja, die Also Psyche muss das. halt mitspielen, Ja, ne? Bei richtig. der ganzen Sache. Aber Ja. vielleicht zeigt uns der Gameplay-Trailer ja was. Seid ihr denn bereit für den Gameplay-Trailer? Ja, ich bin Ja. bereit. Okay. Ich war noch auf dem Klo, da passt. Los geht's. Can you feel it? Can you hear it pounding? Scratching. At the walls, itching to be set free. It's changing you. Is that it? Are you sad, Alan? Are you afraid? Do you have regrets? It's turning you inside out. Ja. Ich habe mich sogar gerade beim Trailer erschrocken. Ich hab's gewählt. Echt jetzt? Junge, Junge, Junge. Wie als das Viech da vorm Schrank kam, oder was? Ich habe damit gerechnet, aber ich habe mich trotzdem erschrocken, ne? Ich habe mich gerade mal gesagt, das war aber jetzt nicht sehr überraschend. Ja, aber mit dem Sound her und so weiter. Ja, was sagt ihr? Man kann immer noch nicht alles raussehen, was es werden soll. Es sieht für Nee. mich auch so Hide and Seek aus. Ja, genau. Das, So, ja. daran hat es mich auch völlig erinnert, an das Spiel Hide and Seek. Ja, Also gut. nicht gruselig. Also ohne Witz, das hat, also weiß ich nicht. Also spannend, mysteriös, definitiv, aber ich habe da jetzt nicht wirklich den Horroraspekt gesehen, bis auf den einen Jumpscare. Und dann diese komischen Arme, die da mal um die Ecke waren. Also Also ich hatte noch. im Grunde genommen hat er zu wenig gezeigt, der Trailer. Ja. Ja, und die, meiner Meinung nach haben die sich keinen Gefallen getan, das in Mixed Reality zu zeigen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie es wirklich normal gezeigt hätten. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ja, gut. Vielleicht soll das da halt wirken, du bist halt wirklich drin, anstatt nur. Ich weiß Was es nicht. ist das für eine Engine? Unreal Engine oder eine andere? Das weiß ich jetzt gar Weißt nicht. Habe ich jetzt du? nicht Weiß auf dem ich nicht. Schirm. Auf jeden Aber Fall es war sieht. das alles so ein bisschen angedeutet, wie ihr eben gesagt habt. Es ist cool, wenn irgendwas angedeutet ist. Und wie wir hier in der Szene sehen, wo dann auf einmal diese Hände wegziehen. Und dann die Ja, Szene das an der geht schon. Couch, wo so ein bisschen irgendwie welche Beine oder so auf einmal so. Ja, aber was mir dann Bedenken macht, ist zum Schluss, wo er sich in dem Schrank versteckt und dann das Viech kommt. Dass Ja. das die einzigen Gegner sind, die es da quasi gibt. Das macht mir so ein bisschen Bedenken. Dass du weißt ja, du hörst irgendwie wieder, aha, der ist hinter mir her und du musst dich wieder verstecken. Also das ist dieses Standard Hide and Seek, wie schon gesagt, oder Alien Isolation oder welche Genau. Spiele gibt es ja noch? Amnesia halt, diese Standardmechanik, die schon so genug kennt. Du kannst sie nicht verteidigen, nur noch weglaufen, verstecken. Du weißt, wann er kommt, du hörst den Sound. Also, dass das irgendwann immer und immer wieder dasselbe ist und der Gruselfaktor irgendwann komplett verliert.
Also es wäre auf, muss ich nur vorstellen. Ja. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man wirklich Kräfte hätte, wo man sich auch wehren kann gegen diese Geister oder anderen Gegner, die da sind. Ne? Ja, da wäre es ja gar nicht mehr gruselig. Ja, aber, ja, gut, aber dass man wenigstens ein bisschen eine Chance hätte, sage ich mal. Ne? Ja gut, das ja ist zwar cool, muss nicht unbedingt sein. Amnesia hat es damals ja auch richtig gemacht. Du kannst sie auch nicht wehren, aber trotzdem war das scheißen gruselig, das Spiel. Ja, das finde ich auch. Das hat halt von der Atmosphäre alles richtig gemacht. Ich fand auch alles, das komplette Setting, fand ich alles ein bisschen zu hell ausbeleuchtet. Also ich kann mal ganz kurz, ich habe noch Screenshots, die mit im Presskit waren und die kann ich mal ganz kurz zeigen. Ihr seht die jetzt leider nicht, aber kannst du gleich einmal zu der Stelle da mit der Wand springen, einmal? Ja, kann ich noch machen. War die am Anfang, Ende? Welche Wand meinst du? Da, wo der abhaut, glaube ich. Die am Ende, relativ vor dem Schrank noch, vor der in den Schrank rennt. Oder das Schwarze, da kommt dann da, das. Ja, da war das gerade. Das? Warte. Jetzt stopp. Ja gut, ist egal. Auf jeden Fall, du hast zwar die Kräfte wahrscheinlich, wie man durch die Wände gehen kann, aber wie das aussieht, sind das auch wieder feste Punkte. Du kannst durchgehen, wo du willst. Da bist du auch schon wieder limitiert, dass du nur durch diese Risse in Wänden durchgehen kannst. Das wird wahrscheinlich auch noch was sein. Meinst du, man kann die nicht selber projizieren? Nee, ich glaube, das sind vorgegebene Punkte, wo du dann nur durch kannst, wenn du quasi, wenn ein Cooldown, ich vermute auch, dass die Kräfte einen Cooldown haben, dass du den nur alle, keine Ahnung, 2-3 Minuten benutzen kannst und dann. Ja gut, ansonsten wäre es ja auch blöd, ne? Wenn man das ja, die ganze Zeit dann klar, wenn nutzen du könnte. Ne? Aber oder kommt Punkte da der wieder. Gegner durch? Nee, das, da läuft er rein, ne? Drauf zu. Das wird Chats die Funktion sein, wo du er läuft da definitiv kannst. Drauf rein, ja. Ah, okay. Ja. Ja, ich bin skeptisch. Und was das hier sein soll, bin ich mir auch jetzt nicht sicher. Das die werden wahrscheinlich dir Tipps geben. Ja, es werden so. Oder sind Erinnerungen? Geisterinnerungen, ja, das werden schätze ich Erinnerungen sein, die du dann irgendwo durch Gegenstände aktivierst, so wie bei Layers of Fear, denke ich. Ja, Statt Monologe werden das dann halt so Projektionen oder ganz damals System Shock 2. Wo dann halt die Echos der Vergangenheit quasi auftauchen und dann. Also sieht man stark nach der Unreal Engine aus. Ja, ich denke, dieselbe, die jetzt für die anderen Spiele auch benutzt haben. Ich weiß nicht, welche das davor waren. Die haben ja schon ein paar Spiele gemacht. Genau, die haben schon ein paar Spiele gemacht. Ich habe die jetzt gar nicht mehr alle auf dem Schirm. Welche ist das? Ist doch Fast Travel, oder nicht? Fast Travel, ja. Ja, Apex Construct haben die gemacht. Genau. Und das dieses Stolen Pets. Tale for Stolen Pet, bla bla bla. Genau, dieses Kinderspiel. Hat dieses Fisherman's Tale nicht auch? Oder war das noch etwas anderes? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall wissen die, wie Spiele gehen. Also Apex Construct fand ich mega. Das wird auch funktionieren und auch alles klappen. Aber wichtig ist, es ist gruselig. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich zeige den Leuten jetzt noch mal so ein bisschen Screenshots, die dabei waren beim Presskit. Und hier sehen wir, wie auch irgendein Monster auf uns zugeht. Gut, ihr seht das jetzt leider nicht. Hier sehen wir, wie wir uns verstecken vor irgendeinem Monster an. Ein Kinosessel sieht für mich so aus. Dann haben wir. Er spielt ja in Hollywood, in einer Mansion in Hollywood. Ich denke auch, dass das dann so ein großer Kinosaal oder sowas da drin ist. Also man sieht immer welche Szenen, wo man sich irgendwo scheinbar versteckt. Und das zeigt wieder so ein bisschen Hide and Seek, wie ihr schon sagt, ne? Ja. Ja, wenn es so gut ist wie bei Alien Isolation. Habe ich nichts dagegen, aber das sieht wirklich sehr danach aus, dass das irgendwann zu offensichtlich ist und du irgendwann auch keine Angst mehr hast und dann denkst so, ja, bevor ich da jetzt mich wegrenne, lass ich mich einmal schnappen nach dem Checkpoint und weiß dann, was ich machen muss. Weißt du, nach dem Motto. Da. Ja, klar. Ja. Im Hintergrund habt ihr gesehen, Fast Travel Space. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Finde ich auch ganz witzig und das ist die Kreatur, wo ich mich eben erschrocken habe. Ja, also ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt. Als Horrorspiele bin ich immer drauf gespannt und ich habe auch immer Respekt davor, muss ich sagen. Ja, ihr könnt das nicht nachempfinden oder wenigstens ein bisschen. Was? Ein bisschen schon. Ja. Aber was sie noch machen müssen, ich hoffe, dass sie das reinbringen, dass man da nicht mit allem, aber mit relativ viel interagieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel das Bücherregal hinten im Schrank siehst. Mhm. Das ist eine Textur. Obwohl das keiner machen würde, in VR würde ich einfach mit der Hand aber durchwischen und die ganzen Bücher rausschmeißen. Einfach nur, weil es in VR funktioniert.
Solche Sachen wären natürlich cool, aber wenn das dann wieder alles statisch ist, du kannst da gar nichts angreifen. Aber dass da ein bisschen mehr Interaktion drin ist. Das Game erscheint ja für alle Plattformen, ne? Also Steam, Oculus, Quest und... Ja, der benutzt ja auch eine Quest in dem Mixed Reality Video. Mhm. Genau, und ich denke mal, ja, daher wird... Ja, das kann man halt anpassen. Also das kann man anpassen. Man kann die Physik in PC-Version drin lassen und in Quest rausnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Nein, aber ich sage ja nicht, dass es jetzt jedes einzelne Buch aufheben kannst, aber dass da in VR, dass die Entwickler anfangen, wenn mehr Gegenstände zu interagieren. Ja, das ist mega wichtig in VR, ne? Dass wir wirklich alles, was da irgendwo rumsteht, anfassen können. Allein, was du in Half-Life Alyx alles angrabbeln konntest. Ja, ja. Mhm. Auch nicht alles, aber vieles. Und das hat eigentlich schon gereicht. Sehr, sehr viel, muss ich sagen, ja. Ja, aber Half-Life Alyx ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Die haben da wahrscheinlich ganze Teams, die nur optimieren, ne? Ja, ja, das ja, mittlerweile können aber viele physikalische Objekte dargestellt werden, das ist jetzt nicht das Problem. Also, ja. Heutzutage. Er ist ja auch egal. Ja. Es muss gruselig werden, das ist das Wichtigste. Gruselig, genau. Und natürlich auch gut und bugfrei, ne? Ja. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwann einen Testkey und können euch das vorstellen. Werden wir mit Sicherheit dann nochmal eventuell einen lustigen Livestream von machen. Das ist auch eine Idee, das stimmt. Cool. Ja. Ja. Fast Travel Games, if you see this. I was the one on Twitter. Who wanted a challenge to be scared as hell, send me a key. I will check if I'm scared as hell. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Die beiden können sich jetzt noch verabschieden und ich sag schon mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst ein Abo für alle da. Tut keinem weh. Und ein Like. Hände über die Bettdecke lassen. Genau.